Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Dragoon. Immer noch in der Schwarzen Burg. Allerdings werden wir jetzt hier das Ganze wahrscheinlich abschließen, denn es spricht sehr, sehr viel dafür, dass wir uns unmittelbar vor einem Bosskampf befinden. Und deswegen lohnt es sich wahrscheinlich nochmal kurz hier reinzuschauen in Bezug auf Heilung. Rose ist jetzt mit drin, Albert auch. Ah, ist eigentlich ein bisschen Verschwendung, ne? Jetzt so einen Heiltrank rauszukloppen. Ja, ich mach das mal trotzdem, zumindest Albert. Weil der hat mit unter 400, ist mir das irgendwie zu kritisch, so in einen möglichen nächsten Kampf reinzustarten. Und wir haben ja gespeichert. Das heißt, wenn jetzt direkt ein Bosskampf kommen sollte, dann wäre das nicht so schlimm, wenn ich jetzt draufgehen sollte. Genau, diese Szene, diesen Kameraschwenk haben wir beim letzten Mal ja schon gesehen. Drei Löcher, was ist das? Sie könnten etwas mit der Göttinnenstatue zu tun haben. Warum meinst du das? Weil, schau. Weil, ich weiß gar nicht, welche Löcher sie meinen. Meinen sie die, die da so am Dekolleté entlang führen? Sieht für mich aber eher so wie Knöpfe oder so aus, so weniger wie Löcher, aber okay. Es scheint, als ob dieser Platz dazu gedacht ist, die Statue zu verehren. Ja, ich will die aber nicht verehren. Da kann was dran sein. Die Statue bildet sich jetzt bestimmt voll was drauf ein, wenn wir hier stehen. Das wird bestimmt ein Fahrstuhl sein, oder? Ich werde jetzt bestimmt volle Möhre in die Tiefe krachen oder so. Oberstes Loch, roter Stein. Ach, dafür sind jetzt die Steine gut. Ich verstehe. Die hatten... Ach, die Löcher meint sie. Oh, direkt vor unserer Nase. Die, ich dachte, auf der Statue. Ich habe die ganze Zeit auf der Statue nach irgendwelchen Löchern gesucht, aber... Nein, die befinden sich hier direkt vor uns. Alle passen. Ist das jetzt gut für uns? Straft uns die Statue dafür ab, dass wir ihre Kühlchen wiedergebracht haben, indem sie uns wahrscheinlich zu Dole bringen wird. Die Tür hat sich geöffnet. Ich hab's geschafft. Naja, eigentlich haben wir es ja geschafft, aber okay. Darts Team-Gedanke lässt gerade so ein bisschen zu wünschen übrig. Soll ich das Ganze mal abspeichern? Guck mal, eine Sache will ich euch mal eben kurz zeigen. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass in der Zeit, wo die Konsole so lange lief, dass die Zeit offensichtlich nicht weiter lief. Das stimmt aber gar nicht. Guck euch mal den Sprung an. Hier 73 Stunden, das ist mein aktueller Speicherstand. Und hier bin ich irgendwie bei irgendwie zwischen 30 und 40. Also scheint doch weitergelaufen zu sein. Wahrscheinlich habe ich in dem Moment, wo ich diese These aufgestellt habe, ja, irgendwie dazwischen schon mal in dieser Aufnahmesession gespeichert und das deshalb etwas missinterpretiert, aber sei es drum. Gibt Wichtigeres, soll uns jetzt nicht aufhalten. Ich habe gerade ein bisschen Bammel, weil warm gespielt bin ich nicht. Ist für mich ja heute eine neue Aufnahmesession. Und wir gucken einfach mal. Das macht die Statue irgendwie ein bisschen kaputt, ne? Dass sie von außen so schön ist und von innen da irgendwie voll die Technik drin wuchert. Ich habe nur gelesen, dass ich im nächsten Stock irgendwie eine geheime Truhe finden kann. Ich weiß nicht, ob der Screen gemeint ist, der jetzt noch kommt. Oder ob ich sie schon übersehen habe. Nö, hier läuft aber noch was entlang. Es sieht so schön aus, oder? Richtiges optisches Highlight. Oh oh. Das verspricht nichts Gutes. Bleib zurück. Die Luft riecht nach Blut. Es ist kein menschliches Kongol. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Böse Erinnerungen keimen in mir auf. Kannst vielleicht ein bisschen leiser laufen, danke. Gigantos will hier nicht zweimal. Gigantos zurückzahlen für Hoax. Für seine Majestät, Owe. Na, Glückwunsch. Super. Wenn ich dann auch noch Dole bekämpfen muss, dann gute Nacht, ey. Also das hier war die erste Begegnung mit ihm. Der bisher wahrscheinlich härteste Bosskampf von allen im Spiel. Für mich zumindest. Deswegen, ja, bin ich gerade froh, dass wir Rose im Team haben, aber die wird wahrscheinlich auch, ja, viel Schaden fressen, ich wollte gerade sagen. Mann, Mann, Mann. Aber okay, ich habe meine ganze Dings hier, ja, aufgehoben, meine ganzen SP sozusagen. Wollen wir jetzt mal wieder mit einem Spezial probieren? Ist schon lange her. Ich rede gerade wie so ein Idiot, weil ich mir auf der Unterlippe ein Stück Haut wegbeißen will. Ich weiß, interessiert euch brennt. Mhm. Da wird übrigens ein Kaffee neben mir.
bin eigentlich relativ entspannt, noch nicht allzu lange wach. Aber es wird schon. Ich muss diesen Part nämlich heute früh aufnehmen, weil ich nachher wieder zu einem Termin rausfahre. Deswegen ist es noch nicht allzu spät. So, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn früher immer gemacht hier? War der gegen irgendwas empfindlich? Was hat denn der nochmal für ein... Der ist Erde. Okay, das heißt, irgendwas Windiges wäre sinnvoll gegen ihn, ne? Das heißt, eigentlich müsste Albert ja da unser Man sein. Warte mal. Erstmal geht das hier auf alle und das hier geht auf einen Einzelnen. Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, was besser ist. Wir probieren es mal mit dem Sternrohr. Kann ich wenigstens ein paar Mal häufiger zum Einsatz bringen. Und es sieht cool aus, ja. Also ich sag mal so, Rose ist immer noch Stylingmeisterin. Ich finde so ihr ganzes Drumherum, auch was so die Zauber und alles angeht, finde ich am coolsten. Also als ich gesagt habe, dass Shana mir am besten gefällt, meinte ich nur ihre Rüstung im Dragoon-Zustand. Die gefällt mir ein bisschen besser als bei Rose. Aber so das ganze Farbspiel hier und die Animation und sowas, da ist Rose echt meine unangefochtene Nummer 1. Obwohl ich in dem einen oder anderen Kommentar auch gelesen habe, dass noch ein Charakter kommen wird, der... Jawohl. Ach, stimmt. Das ist das mit dem... Was? Magische Sperre? Was? Hat der uns die jetzt ich dachte, er sperrt uns jetzt, aber er scheint sich jetzt soeben immunisiert zu haben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich ihn jetzt anzaubere, dass er das zurückwirft. Deswegen mache ich mal lieber den hier. Aber der Schaden war schon cool. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die... Jawohl, ey, guck mal, ey, was ist das bitte für ein Einstieg? Alter Verwalter, ich habe mich jetzt schon wieder total darauf eingestellt, als Ausrede die Uhrzeit jetzt zu nehmen, ja, aber es scheint zu funktionieren, jawohl. Schaden ist auch okay. Ja, vielleicht ziehe ich das jetzt unnötig in die Länge. Guck mal, der ist schon gelb. Ich glaube, der Kongol, der kann gar nichts. Auch wenn er wahrscheinlich... Ey, was geht denn heute ab? Leute, das ist schon wieder ein ganz, ganz komisches Zeichen. Und belegt nur, dass es echt sinnlos ist, nach einem roten Faden für Erklärungen zu suchen, wann Dinge funktionieren und wann nicht. Okay, da hat mit Abstand am wenigsten Schaden. Aber gut, Albert ist ja sowieso unsere physische Damage-Bombe, wenn man so will. Gucken wir mal, wie das bei Rose aussieht. Da gelingt mir jetzt bestimmt kein Perfekt mehr. Das ist jetzt immer so schön... Ach so. Okay, muss ich da hier gar nicht rumdrehen und alles? Für komische Tiergeräusche von sich. Hä, warum musste ich jetzt bei ihr nicht das mit dem Kreis da oben rechts machen? Das verstehe ich nicht. Liegt das daran, dass in der Umgebung ihr Element rumkrauchelt, oder? Kein Plan. Auf jeden Fall scheint das so auszusehen, als würde diese magische Schutzbarriere auch nicht weggehen. Wenn jetzt natürlich bis zum Ende des Kampfes bleibt, dann... Oh, guck mal, der ist schon rot. Also meine Ängste waren definitiv unbegründet. Ah, Mist, das habe ich leider vermasselt. Aber egal, ich gehe davon aus, dass wir sowieso im Anschluss gegen Dole kämpfen werden. Oh, man sieht aber... Obwohl, nee, das war kein Perfekt. Stopp, das war kein Perfekt. Ich wollte gerade sagen, man sieht den Unterschied, ob wir uns gerade in dieser Zaubersphäre befinden. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Oder ob wir das eben nicht tun. Bist du jetzt mal tot? Du jetzt mal tot? Du warst vorhin schon rot. Totale Absicht. Ich habe schon wieder meinen poetischen gerade. Hallo? Geht's ja mal weiter? Dankeschön. So, jetzt könnte eigentlich jeder Treffer den Sack auch zumachen. Jawoll. Sehr schön. Der Peitschenhieb macht das Ding hier fertig. So muss das. Cool. Also, der war auf jeden Fall nicht so hardcore wie der andere. Ich weiß nicht, wie es abgelaufen wäre, wenn ich mit anderen Charakteren jetzt hier in den Kampf gegangen wäre. Aha, was? Mehr und mehr. Neuer Zusatz. Komische Bezeichnung, aber ich freue mich. Bei Rose waren wir schon vor Urzeiten durch mit dem Peitschenhieb. Da wurde es langsam auch mal Zeit. Hoffentlich stirbt er jetzt für immer. Der nervt. Gigantos mit stärkster Rüstung verloren. Ich, Bruder von Held, bin stolz. Kann nicht in Schande leben. Tötet mich. Wie du es wünschst. Hör auf.
das Spiel ist bereits vorbei. Spiel, sei nicht töricht, das ist eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Ja, vor allen Dingen, wenn uns so ein Kongol irgendwann mal in den Rücken fällt, ja, oder vielleicht irgendwelche Power erlangt, die wir uns nicht zu träumen wagen, dann, ich finde das naiv von Dart. Es ist vorbei. Er kann nicht kämpfen. Ja, jetzt nicht. Meinst du, er ist gedanklich geläutert oder was? Ey, die sind aber mutig. Meine Güte. Okay, die Mehrheit entscheidet, oder was? Ich hoffe, deine Lieblichkeit wird dich nicht noch umbringen. Deine Lieblichkeit. Wer das vertont, der hat das bestimmt mit so einer ironischen Note versehen. Aber, na gut, seit Lawitz tot, kann es ja sein, dass die beiden ein bisschen mehr zusammengewachsen sind, ne? Weil man hat ja in diesen Szenen gesehen, dass die auch sich gegenseitig so ein bisschen Halt gegeben haben. Ich verloren, warum ihr nicht zu mir? Ich wette, das Spiel wird so moralgetränkt sein, dass wir am Ende Kongo auch noch auf unsere Seite ziehen werden. Ich sag's euch, ich werde wahrscheinlich mit meiner Theorie wieder voll ins Klo gegriffen haben, so nach dem Motto, tötet den mal Materialschild. Der war gut versteckt. Der war sehr gut versteckt, krass. Also den hier habe ich gerade nur, weil ich noch am Rumlabern war, irgendwie entdeckt, aber ist schon mal nicht schlecht. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Gehörten Schilde zu den... Wir haben hier eigentlich gar keinen Schildslot oder kann einfach nur ein bestimmter Charakter Schilde tragen? Da. Ritterschild, ja, er wird derjenige sein. Nee. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Es tut mir leid, aber ich würde das ganz gerne finden. Materialschild, das kann doch nicht so schwer sein. Ich finde das Tatsache wieder nicht, ey. Das ist doch nicht zu fassen. So, Liste. Also bin ich vorhin auch sortieren gegangen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier noch ganz unten ist. Also ich habe das mit den Tierzähnen jetzt übrigens auch gerafft. Danke für den Hinweis, dass die Tierzähne dadurch, dass Haschel die angelegt haben soll, sollen jetzt da nicht mehr mit angeführt werden. Tja, keine Ahnung. Da sind sie. Tja, was es allerdings mit dem Schild auf sich hat, keine Ahnung. Wenn wir das jetzt hier irgendwo finden... Ja, Tatsache. Hebt physischen Angriff für 3 Runden auf. Das WDH heißt doch das. Ja, genauso wie hier. Das haben wir also immer wieder. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder einen verbindlichen Slot einfach weg. Das finde ich scheiße. Das finde ich scheiße. Also das Item ist wahrscheinlich wahnsinnig gut. Warte mal, ich habe mir... Geistertränke wegwerfen, Fragezeichen, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Weil man hier die SP wiederherstellen kann. Und es hieß, zu Recht, wie ich finde, dass man ja die SP auch so relativ schnell durch ganz normale Angriffe zusammenbekommt. Also wenn wir das nächste Mal ein Platzproblem haben, dann werde ich vielleicht diese Tränke tatsächlich wegwerfen. Muss ich mal gucken. Bei den Beuteln habe ich jetzt auch eine Erklärung bekommen. Warte mal, ich will erstmal gucken, was hier passiert. Ich werde das danach bestimmt vergessen, aber ist egal. Ja, jetzt sind wir in dem Horrorraum. Ich könnte natürlich vorher... Boah, wisst ihr was? Ich gehe nochmal ganz kurz speichern. So, ich habe das mal eben schnell ohne euch gemacht. Und ich habe parallel dazu leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich muss euch kurz mal was zeigen. Es wird uns jetzt wahrscheinlich allen in der Seele wehtun, aber ich habe jetzt wieder aus Levelgründen Shana wieder mit reingenommen, weil sie ist nun mal auf Level 13. Ich will die gleichmäßig haben. Und ja, wenn ich scheitern sollte beim möglichen nächsten Boss, dann werde ich vielleicht wieder Rose mit reinnehmen oder Haschel, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen letzten Heiltrank für Rose verbraten, weil ich danach erst die Aufstellung gecheckt habe und ja, mir gerade nicht sicher bin, ob ich noch einmal so eine Heilung rausschmeißen soll. Ich glaube, ich werde das sogar tun. Ich habe ja gespeichert, gibt allen. Wir machen das jetzt einfach mal. Der ist ein bisschen verschwenderisch, aber was soll's. Ich würde ganz gerne mit maximaler Stärke in den nächsten Kampf reingehen. Kann ich hier irgendwo die SP meiner Leute sehen? Wie viel die jetzt haben aus dem Menü heraus? Den ersten Blick würde ich ja fast sagen, dass das nicht der Fall ist, ne? Weil das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sagen würde, lass uns doch mal die Geistertränke wegzufüllen. Aber naja, so, das hier kann ich ja schon mal reinpacken, auch wenn wir sie jetzt aktuell nicht im Team haben. Orkanstab braucht noch ein bisschen... Alles klar. Ich habe ein bisschen Angst. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt Rose noch im Team hätte, wäre ich ein bisschen selbstbewusster.
Aber vielleicht kriegen wir das auch mit Shana hin. Vielleicht müssen wir auch gar nicht gegen den kämpfen, weil der geflüchtet ist oder so. Man weiß es nicht. Oh oh. Ich frage mich, wie ihr es bis hierher geschafft habt, törichter Draufgänger. Der soll ja irgendwie seit kurzem erst so ein bisschen komisch drauf sein. Hat uns dieser eine Typ ja erzählt, der war ja mal anders. Irgendwas scheint ihn verändert zu haben. Vor dem Hintergrund hat das natürlich einen bitteren Beigeschmack, wenn wir ihn jetzt bekämpfen müssen. Aber die Musik, die ist sehr atmosphärisch gerade. Du musst Doyle sein. Onkel, erinnerst du dich an mich? Ich bin der Sohn deines verstorbenen Bruders. Albert. Du erinnerst mich an Carlo, wie er vor 20 Jahren war. Ein blutbefleckter Körper vor mir. Warum hast du ihn umgebracht? Warum hast du meinen Vater getötet und damit Sergio geteilt? Um Sergio vor einem unfähigen Anführer namens Carlo zu bewahren. Oh, ich glaube, die letzte Frage wurde gar nicht von Doyle gestellt, egal. Und jetzt sind meine Hände dabei, ein neues Sergio zu erschaffen. Erschaffen? Was du tust, ist zerstörerisch. Genau, du hast nur Sorgen, Leid, Qualen und unseren Zorn hervorgebracht. Sag mir, warum hast du Shana entführt? Haben wir darauf eine Antwort bekommen? Oh, du redest von Lloyds Verschwörung. Finde das Mädchen, wenn der Mond, der niemals untergeht, zunimmt. Das wurde von dem wiedergeborenen Kaiser Diaz bestimmt. Lloyd ist nur eine Spielfigur. Okay, das ist, glaube ich, wichtig. Sollte man sich merken, Kaiser Diaz, den werden wir mit Sicherheit auch noch über den Weg laufen. Zusammen mit den Dragoons. Dummes Zeug, Kaiser Diaz ist im Drachenkrieg gestorben, als menschlicher Held. Es ist mir egal, ob du das glaubst oder nicht. Es ändert nichts an der Wirklichkeit. Du dachtest, du könntest mich zahlenmäßig unterwerfen? Komm, ich schick dich dorthin, wo dein Vater ist. Okay, Doyle-Onkel. Den kann ich nicht mehr ordentlich beleidigen, weil der einfach so ein... Die Musik ist ganz anders. Weil der einfach so ein Background mitbringt, wo man nicht weiß, ob es gerechtfertigt ist, ihn zu beschimpfen, weil... Es ja sein kann, dass er auch fremdgesteuert ist, ne? So, dadurch, dass Albert seine S-Fehlleiste jetzt nicht voll hat, haben wir das Yin-Yang-Zeichen nicht korrekt. Korrekt, habe ich es endlich auch mal begriffen. So, sie verwandelt sich auf jeden Fall erstmal. Und wir gucken, was sie so machen kann. Obwohl, hatte sie nicht nur Heilzauber? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder werde ich ihr gerade ungerecht? Warte, wir gucken mal. Mondschein, Freund. Lichtstärke auf alle. Was macht denn das genau? Bestimmt Heilung, oder? Okay, das geht nur auf einen. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Warte mal, was hat der für ein... Wir gucken, was der für ein Element hat, wenn er überhaupt eins hat. Dunkelheit? Also wenn ja, dann müsste das ja hier ein richtiger Glücksgriff sein. Gucken wir einfach mal. Würde sich irgendwie besser anfühlen, wenn wir jetzt den Einzelangriff vom Stapel lassen könnten, aber haben wir leider nicht so aus. Ey, guck mal, wie schön ihr Outfit ist, ey. Es gefällt mir richtig gut. Ich mag das. Auch wenn ich immer ein schlechtes Gewissen Rose gegenüber habe. Aber egal, es sind ja nur viele, viele Unterkriterien. Und ich will ja ehrlich sein. Und das sieht sehr, sehr geil aus. Habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Hier ist das echt cool. 72 ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Hatte mir erhofft, dass wir hier auch dreistellig sind, aber der wird wahrscheinlich auch eine ziemliche Bombenabwehr haben. So, vielleicht hätte ich vorher Shana diesen Regenerationsring noch mitgeben können. Aber egal, so. Den machen wir auch zum Dragoon. Mir mal unschlüssig. Das ist für mich immer die schwierigste Frage. Was taugt mehr? Physischer Angriff oder Zauberangriff? Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben hier aber schon relativ mächtige Sachen zur Auswahl. Ja, das hier zum Beispiel. Machen wir das mal. Ist zwar relativ teuer, aber man muss ja den Kampf auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube auch, dass er mit seinem physischen Damage ganz gut was austeilen kann. Und wir schauen einfach mal. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass er gegen Feuer gar nicht empfindlich ist.
kann ja auch sein. Außerdem sind die Animationen von den stärkeren Zaubern logischerweise immer viel, viel geiler. Prost! Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal gerade ganz bewusst gehört, wie er letzter Angriff sagt. Die werden aber immer normaler. Oder man gewöhnt sich an die Stimme, sowas, was deren Aussprache angeht. Wow, das war am Anfang nämlich noch total witzig. Und jetzt kennt man das irgendwie schon voll. Klingt halt irgendwie vertraut, ne, wenn man weiß, was einen erwartet. Aber die Harpune, die bleibt auf jeden Fall, unangefochtene Nummer 1. Und das wird auch so bleiben, egal wie cool das noch sein wird, was da kommt. Einfach um Lawitz in Ehren zu halten und du bist der verkappte Engelschlechter, wie mir scheint. Immer auf die leicht bekleideten Damen. Ja, das scheint irgendwie ein Problem mit Shana zu haben. Nicht nur er. Nee, okay, das war gemein. Auf jeden Fall ging das daneben beim zweiten Mal. Finde ich gut. So, Albert. Guck mal, der ist schon gelb. Der ist schon gelb. Aha. Ey, heute gelingt mir irgendwie alles, was ich möchte. Das finde ich gerade irgendwie ein bisschen faszinierend. So, wollen wir nochmal zaubern oder guck ich mal, was physisch auslöst. Ich glaube, ich werde noch einmal das hier machen. Guck mal, der ist schon rot. Also wenn er sich noch eine zweite Form hat oder so, dann bin ich echt gut gewappnet. Ja, oder aber einfach nur Glück, dass er seine total krassen Überattacken nicht bringt oder so, keine Ahnung. Bin auch gespannt, ob das hier am Ende das erste Kapitel beenden wird. Wir befinden uns immer noch in Kapitel 1. Und das wäre so rein von der Story, also vom Punkt, den wir hier erreicht haben, auch gar nicht so abwegig, ne? Aber schauen wir mal. Ich bin auf der Hut. Ich werde mich auch nicht zu früh freuen, wenn er wirklich jetzt down sein sollte, weil das A nicht so wahnsinnig schwer war und B, man nicht weiß, ob das Ding dann hier wirklich zu Ende ist. Hallo? Okay, so, warte mal. Okay, in Dragoon kann ich mich jetzt nicht verwandeln. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur hoffen, weil jeder Angriff jetzt der letzte sein könnte. Manno, warum kriege ich das ausgerechnet bei Dart nicht hin? Ja, ey, der hat bisher nur Shana angegriffen, oder? Aber kloppt die ganze Zeit daneben, ey. Also entweder kann sie wahnsinnig gut ausweichen oder er ist einfach nur nicht imstande, eine gute Trefferquote zu erzielen. Kein Plan. Bist du weg? Oh, wenn du mit harten Bandagen kämpfen willst. Oh oh, ich habe gerade Wuff gesagt. Kannst du das? Was? Das ging mir zu schnell. Sehe ich den noch zum ersten Mal so von seinem Gesicht her. Das war so klar. Ah, toll, dass ich meinen Dragoon-Zustand jetzt schon aufgeopfert habe. Aber Hauptsache, ich sag erstmal Wuff, obwohl der Uff steht. Oh oh. Schön. Ups. Ja, so viel zum Thema. Ist doch nicht schlimm, dass ich Shana mit dabei hatte. So, wie heißt du jetzt? EVDG Dole. Okay, kannst du das auch auf Deutsch oder in ausgeschriebenen Worten? Ich meine, die Textbox da oben hat noch ein bisschen Platz, aber naja, also DG wird bestimmt für Dragoon stehen, oder? Und, EV, keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich kein eingetragener Verein sein. Obwohl, wer weiß, keine Ahnung. So, was machen wir jetzt? Wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten, außer, dass ich Dinge auf ihn werfen könnte. Aber nicht mit Albert. Albert soll schon mal angreifen. Ich war der Meinung, dass ich das gut getimt hatte. Ich sag ja, zu viel Konzentration, ne? Da sind wir wieder beim goldenen Mittelweg. Oh Gott. Oh Gott, immerhin lässt er von Shana ab. Wobei, das scheint mir sehr nach magischem Angriff auszusehen. Und da wird Albert wahrscheinlich, ja. Ey, ist das deren Ernst? Soll ich jetzt die nächsten 10 Jahre leveln, um dem irgendwie standzuhalten? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ich bin ja gerade etwas schockiert. Etwas ist gut. Ja, war ja irgendwie klar, ne? Wer hat nicht Legends of Dragoon, wenn... Legend of Dragoon. Singular ist richtig. Wir sprechen hier nämlich nur von einer Legende. Ja, es würde halt nicht so zum Spiel passen, wenn der Kampf jetzt ja einfach mal eher schaukeln wäre, ne? Blöd ist, dass ich gar keine Heiltränke mehr habe. Das ärgert mich irgendwie total.
Wenn jemand heilt, ich habe eigentlich gar keine Heilsachen mehr, so richtig kann das sein. So. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf Risiko gehen, weil ich habe ja noch Wiederbelebung, habe ich, ne? Das ist das Engelsgebet, genau. Ich werde jetzt mal diesen Geistertrank, oder wie der heißt, den ich vorhin noch so verschmäht habe, der war ganz oben irgendwo, ne? Den werde ich jetzt mal zum Einsatz bringen. Oh, wobei, so viele SP fehlen ihnen gar nicht mehr. Okay, ne, wisst ihr was? Ich werde jetzt angreifen und gucken, dass ich alle wieder auf maximale SP bringe. Ein bisschen, ein paar Möglichkeiten habe ich ja noch, um wieder zu beleben, wenn der nächste Angriff jetzt wirklich wieder auf Albert gehen sollte. Oh oh. Ja, das sieht nach Flächenangriff aus. Tschüss, Albert. War nett mit dir. Der wird wahrscheinlich auch Dunkelheit sein, weil das ist vom Stil her. Erinnert mich das echt ziemlich an die Angriffe von Rose. Das ist jetzt auf alle, ja. Der ist irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Darf man das mal so laut aussprechen? Aber ich meine, Albert hat, glaube ich, mit die krasseste Defense, ne? Zwar nicht gegen Zauber, aber... Ja, Albert ist weg. Bei den anderen ging es eigentlich. So, gut, das hier wird auf jeden Fall ein ganz anderes Kaliber. Ich habe gerade die blöde Befürchtung, dass wir in diesem Part diesen Kampf nicht schaffen werden. Ich weiß allerdings auch nicht, was ich großartig anders machen soll. Also außer, dass ich natürlich einen Charakter mit reinnehme, der vielleicht ein bisschen mehr verträgt, aber... Boah, also das ist echt schon... Echt schon nicht ohne. Ich weiß auch gar nicht, wo ich zuletzt die Möglichkeit hatte, mal Heiltränke einzukaufen. Das wäre vielleicht auch noch so eine Überlegung. Weil hätte ich mehr Heilmittel, dann wäre ich auch nicht so skeptisch, was diesen Versuch jetzt hier angeht. So, mit ihm muss ich jetzt auch angreifen, einfach weil ich seine SP gerne voll haben möchte. Ich glaube, beim letzten drücke ich immer ein bisschen zu spät. Aber viel fehlt da, glaube ich, nicht so. Und das hier ist jetzt vielleicht gar nicht so der schlechteste Zeitpunkt, um hier so eine Heilungsbrise zu nehmen. Wobei, ich könnte mich mit ihr auch verwandeln und Albert damit heilen. Ich glaube, die Variante gefällt mir gerade sogar ein bisschen besser. Sie macht mit jedem Angriff, zieht sie sich 50 SP. Das geht bei ihr relativ schnell. Kommt sie jetzt auch direkt wieder dran? Ja. Sie hat keine MP mehr. Ich, Deppenkind. Nein, das ist doof. Das ist sehr doof. Zumal ich ja auch noch Items habe, die meine MP wieder befüllen. Aber egal. Müssen wir jetzt durch. Werde ich ihr beim nächsten Mal dann vielleicht überreichen. Höchstwahrscheinlich. Wobei das bei Darth, glaube ich, ein bisschen besser aufgehoben wäre, weil der diesen übermächtigen Angriff hat. Der vorhin auch schon so viel Damage ausgeteilt hat. Ey, jedes Mal, wenn er an der Reihe ist, rutscht mir echt das Herz in die Hose. Ich glaube, das müssen aber alle aushalten. Ich glaube, jetzt werden nicht alle verrecken. Oder? Doch, Albert könnte verrecken. Weil Albert hat das, glaube ich, über 300 Schaden gemacht. Aber der ist, glaube ich, bei knapp 4, also bei 396 oder so gewesen. Und die anderen müssen, glaube ich, stabil genug sein. Wenn er das jetzt direkt im Anschluss nochmal bringt, dann gute Nacht. Also dann ist wirklich Ende Gelände. Ach Mist. Ach, und wisst ihr, was ich beim nächsten Mal auch noch anders machen würde? Ich würde mein Dragoon-Zustand halt nicht direkt zu Beginn raushauen, ne? Sondern mir das für diesen Moment hier aufheben. So, Dart, was machen wir mit dir? Ihm geht's eigentlich ganz gut. Ich könnte... Achso, ja, wahrscheinlich, dass sich gerade verwandelt hat. Okay. Ja, wir müssen die jetzt einzeln alle irgendwie dahin bringen, weil mir das irgendwie gerade zu schwierig ist, die gleichzeitig mit den SP-Leisten voll zu bekommen. So, das heißt, wir können jetzt einmal noch diesen letzten Angriff hier casten und ich hoffe, dass das auch nur im Ansatz so viel Damage austeilt, wie das vorhin der Fall gewesen ist. Das wäre jetzt gerade irgendwie mein größter Wunsch. Bitte, bitte, bitte. 300 wäre schon schön, aber ich glaube nicht. Der wird das wahrscheinlich deutlich besser wegstecken. Das scheint jetzt sowieso ein bisschen magischer orientiert zu sein.
Wird jetzt wahrscheinlich auch komplett andere Abwehrwerte haben. Wäre zwar schön, wenn nicht, aber machen wir uns keine falschen Hoffnungen. Und? Boah, ey, hätte ich jetzt nicht G-verstärkte Nägel, würde ich mir die in dem Kampf abfressen. Jawohl, das ist okay. Das ist okay. Ich hatte jetzt wirklich die Befürchtung, dass wir da irgendwie bei 150 oder so landen. Also deutlich niedriger. Das ist absolut im Rahmen. Wenn er jetzt auch noch gelb wäre, wäre das natürlich absolut, absolut toll. Also sein Schwert sieht schon geil aus. Oh, der ist immer noch nicht gelb, euer Ernst. Das ist fies. Ich werde mit ihm angreifen und dann mit Shana heilen. Wenn Albert vorher nicht verreckt, natürlich. Jawohl. Meine Theorie von vorhin hat gestimmt. Ich habe beim letzten Mal wieder zu spät gedrückt. So, dann kann ich jetzt mal hier mit der Heilbrise hoffentlich... Guck mal, alle Farben vertreten bei den Pfeilen. So muss das nicht. Aber Dart, warum hatten wir zuletzt so wenig Schaden gefressen? Das liegt an seinem Ring, ne? Ich beobachte das immer nicht so. Aber der bekommt, glaube ich, immer noch... Scheiße. Jede Runde gut was drauf. Schade, dass er sich so auf Albert stürzt. Weil der hier in diesem Kampf, glaube ich, mit Abstand am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird. So, dann probieren wir das jetzt nochmal so. Ja. Man muss hier tendenziell ein bisschen früher drücken. Ich drücke mal ein bisschen zu spät, auch weil ich immer noch so dieses Lost Odyssey-Timing ein bisschen gewöhnt bin. So, haben wir denn irgendwas Schönes, was volle Möhre mit Licht angreift? Ich könnte natürlich auch das hier nehmen, das hat aber in den letzten Bosskämpfen irgendwie nicht so viel gebracht. Angriffskugel wäre auch ganz interessant. Starker A-Angriff Erde. Das Attribut stark hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Multi, alle. Warte mal. Ich will mal gucken, obwohl eigentlich ist das ja egal, oder? Ich greife jetzt einfach damit an. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Außerdem ist das immer ganz witzig, hier so ein bisschen rum zu experimentieren, gerade wenn man bestimmte Dinge noch nicht kennt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kam das gerade voll spät. Komm, Shana, gib alles. Etappenziel Nummer 1 lautet, der Typ muss irgendwie gelb werden. Weil je länger der blau bleibt, desto... Ja, komm einfach noch mit 10.000 anderen neuen Dingen um die Ecke. Er ist gelb. Er ist gelb, aber er sieht auch gerade verdammt danach aus, als würde er schon wieder irgendwelche Zauberattacken zurückwerfen. Lach nicht so dreckig. Oder kann ich den jetzt doch nur anzaubern? Also physisch hilft nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gerade irgendwie neutralisieren kann. Vielleicht greift er aber auch nicht an, während der da in seinem komischen lilanen Cooler drin ist. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne irgendwas vertesten, was vielleicht gar nicht so geil ist. Können wir das hier mal probieren? Aber ich habe Angst, dass er das absorbiert. Guck mal, das hier. Aber das will ich... Wir nehmen mal Erde, weil gegen Erde wird er jetzt wahrscheinlich nicht empfindlich sein. Ich will erstmal nur gucken, ob Zauber überhaupt irgendwie funktionieren. Ja, das scheint zu klappen. Das ist interessant. Das heißt, ich werde jetzt mit Albert und mit Shana mich wahrscheinlich... Obwohl, mit Shana werde ich dann auch angreifen. Ich hoffe, er reflektiert das... Ah, nee, okay. Hauptsache, er reflektiert das nicht. Nee, das tut er nicht. Alles klar. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach so lange verteidigen... bis er wieder raus ist. Und pass auf, jetzt kommt er mit seinem super Überangriff. Nee. Hä? Ist das jetzt doch eine Reflexion oder ist das ein ganz normaler Angriff? Stirbt jetzt jemand? Ich glaube ja, ne? Ah, ist das blöd? Ist das blöd? So, ja. Noch haben wir Chancen, aber sie schwinden mit jeder Runde irgendwie... ganz, ganz stark dahin. Vor allen Dingen ist das jetzt meine letzte Wiederbelebungsoption. Es sei denn, ich hatte irgendeine nicht auf dem Schirm. Das heißt, Albert muss jetzt um jeden Preis am Leben bleiben, komme was wolle.
Das hat jetzt erstmal Prio 1. So. Ja, Heil-Items brauche ich mich ja erstmal nicht großartig drum bemühen. Wir heilen uns jetzt erstmal alle. Wenn Albert im Schutzzustand ist, dann wird er hoffentlich auch irgendwie eher härtere Angriffe überleben. Kommt jetzt wieder mit seinem Flächenzauber um die Ecke. Ja, natürlich. Super toll. Hört das auch irgendwann mal auf? Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Möglichkeit habe, ihn... also, dass er so länger seine Kugel da wegmacht. Damit ich auch wieder ein bisschen normalen Schaden austeilen kann, weil das nervt gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich will Albert nochmal in den Schutzzustand bringen. Oder speichert sich das? Aber aktuell komme ich ja gar keinen Schritt voran, ne? Der macht auch irgendwie immer das Gleiche. Oder ist das jetzt was anderes? Ne, ist nochmal genau das... Hä? Okay, ich glaube, dieser Kampf überfordert mich gerade minimal. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, mit ein oder zwei Leuten das Ganze hier abzuschließen, weil ich schon möchte, dass jeder die Erfahrung auch mitnimmt. Ich glaube, das wird in der Folge hier nichts mehr, Leute. Die Phase macht mir nur gerade Kopfzerbrechen. Eigentlich habe ich damit gar keinen Bauchschmerz, dass ich den Kampf dann nochmal machen muss, aber... Wo soll ich denn hier zwischengrätschen? Weil der bringt immer wieder, baut er sich sofort seine Kugel wieder auf. Ich kann mich jetzt in den Dragoon-Zustand bringen, aber was habe ich davon, wenn ich sowieso kein Damage austeile? Ich werde aus dem Kampf irgendwie nicht schlau. Zumindest nicht aus dieser Phase. Ich meine, bis dahin sah das ja ganz gut aus. Vielleicht mache ich nur als Dragoon Schaden? Ich weiß zwar nicht... wie man das erklären soll, weil... oder der macht er da einfach keinen Schaden? Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe ja vorhin nur diesen Erdzauber ausprobiert. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Oder das dauert einfach... Aha. Na, guck mal an. Der macht jetzt auf einmal wieder auf. Boah, ey, ich habe keine Ahnung. Bei mir, bei Leuten geht es auch einfach zu gut. Die Heilsachen sind halt irgendwie alle weg. Einzig mit Dart würde ich jetzt gerne angreifen. Aber ich wette, bis Dart an der Reihe... Achso, nee, der hat auch seine SP noch gar nicht voll. Das können wir jetzt vielleicht ändern. Wobei, der baut das nicht so schnell auf wie Shana zum Beispiel. Ne? Der kriegt, glaube ich, nicht für jeden Schlag 50. Wie viel? Habe ich nicht drauf geachtet. Ist er jetzt voll? Ja, der ist aber eigentlich geschützt, aber ich glaube, der wird das trotzdem nicht überleben. Doch, tut er. Sehr schön. Ist das nicht das, was vorhin irgendwie über 400 Schaden ausgeteilt hat? So, Dart kann sich auf jeden Fall in den Dragoon-Zustand bringen. Das ist gut. Ich werde mal jetzt mit Shana auch ein bisschen in die Offensive gehen, weil sie ja auch die Möglichkeit hat, als Dragoon zu heilen. Und das... möchte ich dann ganz gerne... Ach, scheiße, Ich hätte ihm vorher seine MP auffüllen sollen, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Aber egal, wenn es gut läuft, dann wird das jetzt nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn in diesen Zustand gebracht haben. Also in den Dragoon-Zustand, meine ich. So, und jetzt kann ich hier nochmal hoffen. Jawoll, guck mal. Manchmal laufen die Dinge eben doch gar nicht so schlecht, nicht wahr? Wenn ich das jetzt hier noch rumreißen sollte, dann ist das für mich aber echt ein kleines Wunder, weil den Kampf habe ich schon sowas von sowas als verloren angesehen. Verlorener geht's gar nicht mehr, ja. Aber das wird nichts. Ich glaube, irgendwann und spätestens da weiß ich nicht, ob ich einen Neustart nicht sogar erzwingen soll. Wenn jetzt einer verrecken sollte, dann... Weiß ich nicht, ob ich da noch weitermachen möchte. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass Albert das hier nicht überleben könnte. Shanas Überleben ist mir natürlich auch sehr wichtig, weil sie ist ja nur im Team, weil sie eben mit dem Level hinterherhinkt. Sie wäre auch direkt wieder raus, sobald, sobald sie jetzt hier auch ihr Level abbekommt. So, das hier, genau, diesen Geistertrank, den möchte ich jetzt bitte einmal ihmchen geben. Und wenn ich es jetzt nochmal schaffen sollte, Dart mit den SP voll zu bekommen,
Dann ist die halbe Miete ja quasi schon bezahlt. Achso, der hat sie... okay. Der hat sie jetzt schon voll. Das ist praktisch. Dann könnte das jetzt interessant werden. Denn jetzt haben wir nochmal fast 300 Schaden, wenn ich jetzt noch einmal zaubere. Und das könnte ich, sobald sich die Leiste... Hallo? Ich habe ihm noch gerade diesen Trank gegeben, oder nicht? Was habe ich denn... Ich habe ihm doch gerade den Trank gegeben. Oh nee, jetzt sag bloß, ich habe dem irgendwem... Ich habe den Albert gegeben, kann das sein? Ich hätte schwören können, dass der Cursor auf Dart war. Oh, das ist wieder so ein typischer Negoja-Spasten-Fail, ey, ehrlich. Jetzt bin ich demotiviert, ey. Das kotzt mich jetzt an. Mann, ich meine, ich kann den Plan immer noch verfolgen, aber... Oh, ist das zum Kotzen gerade. Ist das zum Kotzen, ey. Muss ich mal ganz genau nochmal drauf achten. Wobei ich jetzt wieder gar nicht den Puffer haben werde, glaube ich, mit Shana nochmal so einen Trank zu schmeißen. Ach, warte mal. Ich Depp hab den falschen Trank vergeben. Es ging ja um die SP, ne? Und ja, okay. Das erklärt auch, warum Lark plötzlich eine volle SP-Leiste hatte. Alles klar. Schon wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. So, hier muss ich jetzt wieder ein bisschen passiver werden. Solange die Zahl gelb ist, traue ich mich jetzt hier nicht irgendwie was anderes zu tun. So, ja, was soll er machen? Ich glaube, wir werden ihm jetzt die MP voll machen. Wenn ich denn so ein Item noch habe, jetzt muss ich mal ganz genau... Ja, hier, regeneriere... Ich bin so ein Depp, ey. Ich bin so ein Depp. Ganz ehrlich. So, ich bin jetzt aber auf da drauf. Ja, war ich vorher ja auch. Boah, es war auch so eine Itemverschwendung, ja. Hätte ich eigentlich auch sehen müssen, weil ich ja die 60 als Zahl auch gar nicht registriert habe bei der Itemvergabe. Aber wurscht, egal. Die größte Zitterpartie ist immer der Moment... Ja, wo er nämlich anfängt, hier rumzuzaubern. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Energie Dart hat, Albert hatte. Shana müsste das locker wegstecken. Die ist gerade aus dem gelben Status rausgekommen. Kriege ich dafür eigentlich auch SP? Habe ich schon wieder vergessen, wenn der mich angreift. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube, die Folge könnte dezente Überlänge haben. Ich hoffe, das ist okay. Also einen Kampf zerschnibbeln, das mache ich nicht. Kann ich mit meinem YouTuber-Ethos nicht in Einklang bringen. Scheiße. Aber ich glaube, er hat überlebt, Albert. Mann, Mann, Mann. Ja, schön so eine rote Zahl, ne? So, wenn ich Shana jetzt auch mal wieder zum Dragoon machen könnte, dann würde ich ja auch die Heilung avisieren, damit wir Dart, Dart schon wieder, Albert. Mann, was ist denn das? Ey, macht er das jetzt nochmal? Ja, übertreibt doch einfach. Ist auch vor allen Dingen voll geil, sich diese Animation 10.000 Mal anzugucken, ja. Prost. Aber die ist wiederum auch nicht lang genug, um die dann rauszuschneiden, so. Ist ja dann auch albern. Was cutte ich denn dann da raus? 10 Sekunden? Obwohl, dauert schon ein bisschen länger, ne? Habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber auch keinen Bock. Ich habe keinen Bock, eine Stoppuhr zu aktivieren, ne? Leben noch alle? Leben noch alle? Sag mir bitte, dass alle leben. Ja. Okay. So, dann werde ich jetzt nochmal diesen Geistertrank nehmen. Ja, diesmal korrekterweise auf Dart, auch mit dem korrekten Item. Man mag es kaum glauben, aber ja. Genau so wollte ich das. Und ey, lass bitte Albert jetzt nochmal rankommen. Bitte. Albert, nicht der Gegner. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was für Zeitabständen ist der denn bitte an der Reihe? Oh Mann, ey, ist das zum Kotzen. Soll ich den Kampf weitermachen oder soll ich den abbrechen? Ich weiß ja jetzt, wie das geht, ne? Ich würde so wahnsinnig viel Erfahrung verschenken. Ich würde aber auch so wahnsinnig viel Zeit verschenken, weil wenn ich den Kampf jetzt nochmal mache und den dann komplett im nächsten Part mit reinknalle... Ich weiß ja nicht mal, ob ich das mit den beiden überhaupt schaffe. Das ist ja das nächste Thema. Ich werde es einfach probieren. Ich kann, glaube ich, besser damit leben, wenn ich so verrecke, als wenn ich jetzt den Kampf abgebrochen hätte.
Ich meine, jetzt ist es aus psychologischer Sicht für mich gar nicht so schlimm, wenn ich verliere, weil ich sowieso Albert jetzt verloren habe und das nicht gut finden würde, den Kampf so zu gewinnen. Ach, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Ich frage mich jetzt auch die ganze Zeit, wäre ich jetzt vielleicht an einem anderen Punkt, wenn ich vorhin diesen Fail mit dem Item nicht gebracht hätte, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, der größte Fehler war am Anfang die ganzen Dragoon-Kräfte zu verschwenden, als Dole noch in der ersten Phase gewesen ist. Könnte jetzt sein, dass er rot wird. Bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch irgendwas noch bei den Items, was Wiederbelebung ermöglicht, aber ich glaube, daran hätte ich mich irgendwie erinnert. Bin mir aber nicht sicher. Ja, Shana und Dart. Ist ja fast romantisch, ne? Wenn die beiden das jetzt hier wuppen würden. Aber wisst ihr, was ihr mir noch sagen könnt? Das wäre vielleicht auch noch ein interessanter Trost. Wenn einer tot ist, bekommen dann die anderen verbleibenden, Überlebenden, wie auch immer... Warte mal, ist der jetzt rot? Ja, er ist rot. Bekommen die dann mehr Erfahrung? Oder fällt das einfach hinten über? Das wäre auch nochmal so ein interessanter Punkt, weil das handeln ja die einzelnen Spieler auch unterschiedlich. Boah, ich glaube, ich werde das hier nicht mehr hinkriegen. Ich schnibbel die Animation jetzt doch mal raus. Und zwar immer so, dass ihr noch sehen könnt, wie viel Schaden der austeilt, weil... ich persönlich habe mich daran schon satt gesehen. So. Tja, er ist auch gelb, aber er hat ja dieses, immerhin diese Autoheilung mit drin. Ich könnte natürlich auch mit Shana jetzt alles auf eine Karte setzen und auch mit ihr anfangen zu zaubern. Dadurch, dass er rot ist, aber bei ihm sind die Schritte halt deutlich größer als bei anderen Gegnern, ne? Also, das wird wahrscheinlich... Aber der greift auch in so kurzen Zeitabständen ab. Ich muss das jetzt noch... Also sie soll auf jeden Fall immer den nächsten Schlag irgendwie überleben. Und ich glaube, wir werden jetzt im Dreieck immer wieder abwechselnd angreifen. Ich glaube nämlich, ich werde mich gar nicht mehr so stabilisieren können, dass sie zwei Angriffe überleben wird. Aber auch Dart kommt jetzt mit der Heilung nicht mehr hinterher. Ah, das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. So, was habe ich denn hier noch eventuell, was mir helfen könnte... Gegen Fair an End. Achso, das ist aber nur Heilung, ne? Also Zustandsveränderungsheilung, Explosion. Das ist Angriff, das ist Angriff, das ist Angriff. Hier haben wir jetzt die ganzen Einzelangriffe. Fällt gerade zum ersten Mal auf. Ich weiß, ich bekleckere mich hier gerade nicht wieder mit Ruhm, aber dass die Einzel- und die alle Angriffe, dass die, also dass das Menü danach ordnet. Blockt Gegner dreimal. Ich könnte natürlich auch auf Risiko gehen und sowas hier irgendwie versuchen, aber ich werde es mit ihr angreifen. Es nützt ja alles nichts. Wenn ich die ganze Zeit verteidige und sie am Ende tot ist, dann fehlt mir ihr Damage und dann ist mir damit auch nicht geholfen. Wir machen jetzt einfach mal... Warte mal, ich hatte doch hier irgendwas mit Stark. Ich nehme mal das hier. Auch wenn der jetzt nicht gegen Erde empfindlich ist, aber wer weiß, wie stark das am Ende ist. Wir können es ja einfach mal probieren. Dann ist sie halt in der nächsten Runde weg. Und wenn ich dann verrecke, dann schaffe ich es auf jeden Fall beim nächsten Mal. Interessant. Wow. Muss ich jetzt drücken? Hab schon wieder nicht drauf geachtet. Ja. Sieht aus, als könnte es wehtun. So ein ganz kleines bisschen zumindest. Jawohl, immerhin dreistellig. Sehr schön. Ich glaube, das könnte der fehligste Sieg aller Zeiten werden. Wenn ich dann überhaupt auch nur den Hauch einer Chance habe, das Ding hier zu gewinnen. Das. Mir geht gerade so die Pumpe. Es war's. Ich habe immerhin noch Shana lebend durchbekommen. Das ist gerade echt so ein schwacher Trost immerhin. Alter, was für ein Kampf. Das war bisher auf jeden Fall der schwerste. Der war noch krasser als Kongol. Also bei der ersten Begegnung. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ihn endgültig getötet haben. Ob er jetzt vielleicht sogar normal wird. Du bist stark geworden. Die Musik ist wieder echt schön. Onkel. Was du kennen solltest, ist nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Verfolge Lloyd.
Er ist im Westen in einem Land namens Tiberoa. Tiberoa. Aber er weiß alles. Jetzt stirbt er. Geh und lerne. Die Welt kennen. Lerne das Leben kennen. Er stirbt jetzt auch. Schade. Er war wahrscheinlich, bevor er sich verändert hat, auch ein richtiger Ehrenmann. Kacke. Irgendwie gehen mir die Tode hier, die kommen mir gerade in zu kurzen Zeitabständen. Wobei das bei ihm natürlich nicht vergleichbar ist mit Lavitz, muss man ganz klar sagen. Weil das Dol irgendwie verloren ist, das war klar. Also selbst wenn er weitergelebt hätte, er hätte wahrscheinlich weiterhin gegen uns gespielt und wäre weiter eine Bedrohung für die Menschheit gewesen, wenn man so will. Und ja, schade drum, dass Albert das Ding nicht überlebt hat, aber naja, müssen wir halt durch. Ich meine, am wichtigsten ist mir eigentlich Shana gewesen, weil ich mit ihr, also sie ist halt nicht so die Stärkste, ne? Mit ihr haben wir schon relativ viel gekämpft, aber guck mal, Hasche und Rose haben auch ein Level up, das heißt, ich werde wahrscheinlich weiterhin an Shana festhalten müssen, wenn ich denn meiner Linie treu bleibe. Und immer die mit dem kleinsten Level nehme. Aber egal, das wird jetzt hier für diesen Part erstmal unerheblich sein. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ey, was für ein Kampf, wow. Hatte ich echt teilweise wieder die Schweißperlen auf der Stirn. Wahnsinn. Mein Onkel, Kaiser Dowels Bestrebungen haben ein Ende. Ja, ist das so ein, wahrscheinlich eher ein Geräusch, ne? Er meint damit nicht das hitlersche R. Das macht diesem unaufhörlich langen Krieg, der Sergio in zwei Teile geteilt hat, ein Ende. Das stimmt. Das ist das Ende unserer Reise, für jeden. Na, ich glaube aber eher nicht. Du hast gehört, was Dowell gesagt hat, dass wir uns Leute an die Fersen heften sollen. Noch nicht. Sie ist noch nicht vorbei. Diese Reise begann, als Shana entführt wurde. Ja, dann wurde Lavitz getötet und Lloyd ging nach Tiberoa, ohne das Geheimnis um Shana zu lüften. Ich werde Lloyd suchen. Ich hoffe, dass Albert mitkommt. Er soll alles erklären. Ich komme mit dir. Ja, das war klar. Kannst du auch was Neues erzählen? Ich weiß immer noch nichts über Virage oder was Kaiser Diaz gesagt hat. Meine Reise kann nicht so enden. Ich komme mit dir, Dart. Na, immerhin müssen wir jetzt nicht alleine reisen, das ist schon mal gut. Rose, du musst auch mitkommen. Meine Reise kann auch nicht so enden. Welche Verschwörung der Mensch auch plant, der Mondjuwel spielt immer eine entscheidende Rolle. Der Juwel, der die Zauberkraft der alten Winglies birgt. Wir müssen diese Macht aufhalten, bevor in Tiberoa eine Katastrophe ausgelöst wird. Naja, das ist die richtige Einstellung. Ich komme mit dir nach Tiberoa. Ich werde mein königliches Dasein vorübergehend aufgeben und als Dragoon leben. Lavitz hätte das auch befürwortet. Naja, das glaube ich auch. Rose, was ist mit dir? Gute Frage. Komm mit, Baby. Ich hab's schon gesagt, ich bin interessiert. Also? Außerdem werdet ihr euch hilflos ohne mich fühlen. Das stimmt. Wenn Rose geht, dann ist das Ende meines Auftritts. Was? Ernsthaft? Hallo, nein! Hasche, wohin gehst du? Warum? Muss ich mich jetzt entscheiden? Was ist das? Nicht noch ein Boss. Wenn jetzt noch ein Boss kommt, dann cutte ich sofort. Nee. Hasche wird auch zum Dragoon. Wenn Dragoons die Welt betreten, wird Blut in Strömen sich ergießen. Wenn sie die Welt dann einst verlassen, wird der Zeitstrom zäher fließen. Das ist deine Entscheidung. Du lässt dein Schicksal zurück. Es ist deine Entscheidung. Die Frage ist bereits beantwortet. Dragoon Spirits werden uns den Weg weisen. Jawohl, cool. Das ist mal richtig geil. Da freue ich mich. Wollen Sie jetzt speichern? Jawohl, das möchte ich bitte.
Und da werden wir auch in diesem Part die Stunde nicht überschreiten. Na, immerhin. Ein bisschen Ordnung muss sein, ne? Weil da werde ich jetzt hier auch, warte mal, Speicher. Ich nehme mal den hier. Dann werde ich euch jetzt auch hier an dieser Stelle mal Tschüss sagen. Die Konsole danach auch direkt ausschalten, damit ich vorher nicht schon Dinge sehe, die ich nicht sehen sollte. Und das passiert jetzt trotzdem. Ha! Okay, nee, dann sage ich euch hier einfach Tschüss an der Stelle, weil das werde ich dann mit euch zusammen machen. Und ja, bedanke mich erstmal wie immer fürs Einschalten und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.